Schönen guten Tag und ein gesundes neues Jahr euch allen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, ohne Rettungskapsel. Habt nicht ganz so einen großen Kater und könnt euch heute noch ein bisschen erholen, bevor es dann bei euch wahrscheinlich auch wieder bald Richtung Arbeit geht. Könnt ihr mal runterschreiben, wie ihr die Tage verbracht habt oder wie euer Tag gestern war. Und ja, dann versuche ich euch mal noch 20 Minuten lang ein bisschen zu unterhalten hier. Das kann man mal abreißen. Ich hoffe ja mal, dass dieser giftige Niederschlag irgendwann aufhört. Zumindest die Hitzewelle müsste irgendwann mal vorbei sein. Wie lange ist das jetzt schon? Fast 3 Tage. Der giftige Niederschlag ist schon über 3 Tage. Ich sag mal, an Essen soll es uns erstmal nicht mangeln. So, Typ holt hier noch den Gefangenen. So, Vergiftung, erste Anzeichen, ist aber okay. 11%. Gar keine Vergiftung, auch keine. Okay, weil er hat noch eine Schussnarbe vom Energiegewehr. Kio, leichte Vergiftung, geht aber auch langsam runter. Na, okay, die Hitzewelle ist vorbei. Das ist aber nicht das, was mir wichtig ist, sondern der giftige Niederschlag. Das ist das, was mich richtig kaputt macht. So, oh, 40%, sehr gut. Gucken wir uns mal an, wen wir hier haben. Milo, Surgeon, ist, glaube ich, ein Mediziner, kann das sein? Oh ja, Mediziner, sehr gut. Ach, hervorragend, den muss ich unbedingt haben. 22 Jahre alt. Der wäre hervorragend, wenn wir den noch bekommen würden. Oh, sehr schön. Ein Wanderer bleibt. Der gute alte Nina. They call him the Wanderer. Syngan, Hose und T-Shirt. Auch nochmal 3 einfache Mahlzeiten, sehr gut. Tiere, Sozial, Nahkampf, Forschung. Ah, okay, der kann auch schon wieder nicht viel machen. Ah, Charakter, Pyromane, sehr schön. Er liebt Feuer. Und ist ein Jogger, läuft also extrem schnell. Alle 9. Ihm werden wir auch erstmal ganz kurz sagen, nur Gebiet 1. Er versucht Milo zu rekrutieren. Ja, Arbeit. Einfach mal Kralle jetzt als Vorbild. Tierpflege auf jeden Fall hoch. Dann ist das bei Sheriff weg. Können wir auch mal hier beim einen oder anderen wegmachen. Beispiel hier Valve noch weg. Jagen nicht. Waldarbeit ist okay. Kunst nicht. Transport reinigen. Transport ist auch sehr gut. Aber leider nicht die wichtigen Sachen. Sowas wie Bergbau, Feldarbeit. Kochen. Dabei hält Milo richtig gut. Und wir verbrauchen halt jetzt doch nochmal deutlich mehr Nahrung. Mal gucken, wie sieht's hier aus? Bereit zum Ernten. Okay, die muss ich nochmal kurz ernten. Gebiet 1. Valve, bitte Feldarbeit. Okay, Kio holt uns das nochmal. So, schnell noch die 3, 4 Maisdinger hier abernten. Okay, so. Abgeholt, Arbeitsgebiet entfernen. Und schnell wieder rein. Ja, unser Alpaka, wo kommt das denn her? Ah, okay. Mal hier die Ecke noch entfernen. So. Dürfte unser Alpaka hier drin bleiben. Okay. Lagerzone kurz nochmal erweitern. Ja, da wir eh nicht viel zu tun haben oder nicht viel machen können, bauen wir uns noch ein bisschen Stahl hier ab. Sonst haben wir hier nichts. Wir können noch unser Gebiet erweitern. Und zwar bauen wir mal Störung Batterie.
Ah, okay, da können wir jetzt nicht viel dran machen. Ich würde gerne noch so einen Forschungsraum bauen. Beziehungsweise generell so einen Arbeiterraum. Den baue ich mal hier hin. Okay. Ja, und eine neue Gefängniszelle muss ich auch mal bauen. Ja, muss ich mir überlegen, vielleicht baue ich die hier rein. Das würde ich jetzt einfach so als Kreuzung lassen. So, okay. Ach, der giftige Niederschlag, dass er einfach nicht aufhört. Haben wir jetzt an Essen noch? 13 einfache Mahlzeiten, 17 einfache Mahlzeiten noch. Ah, das ist nicht mehr viel. Nochmal zwei Kartoffeln, die wir ernten können. Werden wir auch uns kurz noch holen. So, Valver, kurz noch mal bitte die beiden Maisdinger hier abernten. Okay, nebliger Regen, sehr schön. Jetzt kann ich erstmal wieder Heimatgebiet machen. Und ich muss ganz dringend Feldarbeit priorisieren. Jetzt ist wieder so, dass uns der giftige Niederschlag nichts ausmacht. Neuer Rekrut, sehr schön. Milo haben wir auch bekommen. Ach, hervorragend. Es geht da doch voran. So, der erholt sich noch ein bisschen. Okay, Pflege. Sogar richtig guter Pfleger. Tierpflege ist okay. Kann Typ weg. Kochen. Okay, er kann aber auch alles sehr gut. Forschung ausmachen. Ah, Vorratskapsel. Hoffentlich was zu essen. Ah, Wake up. Okay. Achso, ne, wir werden natürlich unbegrenzt machen. Und nicht Heimgebiet. So. Dann baut man. Okay, das ist natürlich das unwichtigste Feld von allen. Okay, das lösche ich jetzt auch mal. Denn ich muss ganz dringend die Nahrung ausbauen. Und ich werde dann auch mal Heilpflanzen bauen. So, Vergiftung, erste Anzeichen. Es geht aber weiter bergab, hoffe ich. 10%. 9,4. 9,3, okay. 23%. Zusammenbruch, Verwirrung. Der gute alte Typ ist verwirrt. Aber auch erstmal noch okay, solange der neblige Regen ist. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Achso, ja. Das weg. Ich weiß gar nicht, Tiere wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, die ich mir noch schnell jagen könnte. Ne, hier ist tatsächlich nicht ein einziges Tier noch am Leben. Ne, ne, da wird leider nichts werden. Mit Frischfleisch. Ja, ist natürlich jetzt bitter, dass Typ genau jetzt verwirrt ist, jetzt wo ich noch mal ein bisschen anbauen könnte. Priorisieren wir hier. Ah, okay, er baut eine Sache an. Behandlung benötigt, ja, ist okay. Ich hoffe, dass Milo bald mal fit ist, dass er sich hier erholt von seinen ganzen Verletzungen. Ah, okay, es wird auch noch ewig dauern. Ich frag mich, wo er die Schüsse abbekommen hat. Ah, Zusammenbruch, Wake up. Ach, Amy hat die Droge genommen. Klasse. Na gut, Amy ist sowieso out of order. Oh, und der giftige Niederschlag ist vorbei. Halleluja. Wir haben es geschafft. Ach, hervorragend. Ja, Bauteil 33 Stück, sehr gut. Wir haben es tatsächlich geschafft, den giftigen Niederschlag zu überleben. Ach, jetzt können wir ja hoffentlich mal ein bisschen entspannter voranschreiten. Wir haben zwar keine Nahrung mehr, aber ich hoffe, dass jetzt Tiere zurückkommen. Ja, da
kommen schon die ersten Tiere. Ja, die müssen wir leider alle jetzt versuchen zu jagen. Okay, ja, hier oben wird nichts kommen, weil da gibt es keine Grenze. Vorratskapsel nochmal. Ah, sehr schön. Ach Mist, Hopfen. Hopfen ist ganz, ganz unwichtig. Können wir uns noch Bier draus machen. So, könnte bitte jemand jetzt hier jagen gehen? Baut Kartoffeln an, isst Mais. Nein, holt sich hier noch ein paar Sachen. Jagt Truthahn, sehr gut. Haben wir hier noch ein paar Tiere? Nee, da hinten ist noch eine Cobra. Die will ich aber eigentlich erstmal nicht jagen. Bringt nicht so viel Essen. Nee. Wir haben kein Essen mehr. Wirklich gar kein Essen. So, Kyo, was ist mit dir los? Okay. Jagd Truthahn, Kralle, Jagd Chinchilla. Oh, ich hoffe, das jetzt. Okay, hier ist noch ein Alpaka. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach alles jagen. Und das werde ich auch gleich mal priorisieren. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Da hinten haben wir noch einen Chinchilla. Und hier oben ist noch nichts dazu gekommen. Typ ist nicht mehr verwirrt, aber zusammengebrochen. Ah, sehr gut, noch ein Alpaka. Okay, das Vieh schläft. Oh Mann, ey. Ja, das wird bitter. Oh, warum geht er denn jetzt weg? Kyo. Kyo jagt. Na komm schon. Und gleich mitnehmen, sehr schön. Hier ist immer noch kein Tier. Hier ist der Chinchilla noch. Da ist noch ein Chinchilla. Da haben wir. Ach komm, die Cobra. Nee, scheiße. Cobra nehmen wir nicht. Da habe ich zu viel Schiss, dass sie uns mit angreift. Was haben wir hier? Eine Ratte. Können wir noch jagen. Okay, 54 Fleisch. Kriegen wir mal ein kleines bisschen Nahrung zusammen. Oh Mann, ey. Es ist aber auch wirklich tierisch schwer geworden. Was ist denn jetzt los? Okay, ich habe gedacht, das ist schon wieder eine Hitzewelle. So, Typ ist immer noch hier. Essen haben wir jetzt 85. Okay, kriegen wir mal noch mal ein bisschen Nahrung raus. Nummer 8 einfache Mahlzeiten. So. Ah, ich muss jetzt erstmal weiter die Grenzen abgehen. Okay, da haben wir noch mal eine Schildkröte. Hier sind noch mal ein paar Affen gespawnt, sehr schön. Die holen wir uns natürlich auch alle. Da haben wir noch einen Chinchilla. Okay, hier oben ist erstmal nichts weiter. So, Kyo, was jagst du? Muss ich aus. Du jagst bitte erst den Affen noch. Sehr schön. So, Medizin haben wir auch fast gar nicht mehr. Fäulnis, Alter. Okay, alle unsere Felder sind verfault. Oh Mann, ey. Ach. So, hier bitte Heilwurzeln anbauen. Heilwurzeln. Da. Oh, Fähigkeit mindestens 8 haben wir nicht. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal Essen anbauen. Zwar nochmal Reis. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, Reispflanze. So, Himbeerbusch. Ja, wir können natürlich auch mal ein paar Büsche abernten. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Gucken wir
hier vielleicht noch einer reif ist. Hier ist noch einer reif. Das ist kein Forstwirt. Kio ist Forstwirt. Okay, Rasenverbot. Halber. Okay, die Waffe in der Hand. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier gleich jemand angegriffen wird. Aber ich glaube, ich habe alle auch friedlich gestellt, ja. So, Nahrung. Oh mein Gott. So, gucken, ob hier noch ein paar Büsche fertig sind. Hier ist noch einer. Da oben ist noch einer. Da werde ich auch mal Forstwirt. Wo ist das denn? Forstwirt, Forstwirt. Ja, Forstwirt kann ich gar nicht hier erhöhen. Kio muss mir jetzt erstmal ein paar Büsche abernten. Weil war sich wieder beruhigt, okay. So, dass ich immer noch ein paar Beeren habe. Wow, der braucht aber lange. So ein Büschlein. Oh, und er hatte viel geschlagen, klasse. Und dann gehen wir weiter auf die Jagd. Da ist eine Ratte. Okay, einfach mal gucken. Okay, hier unten haben wir noch ein Tier, ein Alpaka. Hier ist keins. Hier haben wir noch mal Alpaka-Wolle. Schildkröte. Da ist noch ein Wildschwein, hier ist noch ein Strauß, hier ist noch ein Affe. Und hier oben ist... Bisschen Wildschwein, Wildschweinkolonie gekommen, sehr schön. Ja, ihr müsst leider alle wieder dran glauben. Tut mir leid. Aber bevor meine Kolonisten ja alle jämmerlich verhungern. Achso, meine Tiere können natürlich auch erstmal wieder ins Heimatgebiet. Ratte. Das ist natürlich nicht so das Wahre. Aber Hunger hat momentan noch keiner. Ist also noch okay. So, ich guck mich nochmal kurz um. Ja, Wildschwein. Nicht, warum die immer so weit weggehen. Okay. Da ist noch ein Wildschwein. Gut. Ah, wir müssen uns hier irgendwie mit Fleisch durcharbeiten jetzt. Wobei ich Feldarbeit. Ja, zumindest Walbe geht man da auf Feldarbeit. Milo kann auch kochen. Ah, okay, sehr gut. Also Milo kann uns dann immerhin die ganzen Tiere kochen. Beziehungsweise schlachten. Nein, hat eine Nahrungsmittelvergiftung. Ja, ist okay. So, wann seid ihr denn jetzt hier endlich mal über den Berg mit der Schlafkrankheit? 84%. Auch 84%. Wow. Oh Gott. Oh Gott. So. Spielt Hufeisen werfen. Okay, nein, kommt nochmal. Ne, Kio kommt nochmal mit dem Wildschwein. Wow, da 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 da. Weil wir muss mal kurz sein Schlaf unterbrechen und das Tier schlachten. Und Kio ist ja eh ein nachtaktiver Mensch, von daher hoffe ich mal, dass sonst das ein oder andere Wildschwein jetzt in der Nacht jagt. 20 Fleisch, okay. Kio kommt erstmal wieder zurück und frisst noch mal ein bisschen was. Boah, er frisst einfach alles.
krass. So, okay, muss ich mal kurz das selber machen. Okay, ist ein richtig guter Schützer. Okay, das ist down. Na, komm schon. Okay. Töten. Okay, das ist down. So, dann das hier noch. Sehr schön, auch down. Das Wildschwein. Oh, er braucht aber echt lange. Okay, das ist down. Und das Alpaka noch. So. Trage Wildschwein. Ich hoffe, dass wir dann erstmal aus dem Gröbsten raus sind. Was macht Typ? Okay, das Wildschwein, das Wildschwein. Schafft das noch? Alter! Und weh, du schießt jetzt auf die Kobra. Okay, Typ ist wieder verwirrt anscheinend. Ja. Ach ja, wow. So. Muss uns erstmal alles schlachten. Es war nett von ihm, dass er jetzt hier schon kochen will, aber schlachten ist erstmal wichtiger. Valve baut immerhin schon mal ein bisschen was an, okay. Kann denn nicht Valve auch schlachten? Dann macht Valve das nämlich. Und Milo kann ein bisschen weiter kochen. Schwere Krankheit. Amy. Kurz davor daran zu sterben. What? Ja, wie soll ich denn die Schlafkrankheit besiegen? Okay, hier ist es ganz gut sogar schon. Aber bei Amy ist es so 50-50. Amy hat auch nochmal Drogen genommen. Sehr schön, Amy. Ach ja, also, immerhin haben wir schon mal richtig viel Fleisch wieder drin. Und ich hoffe mal, dass wir dann irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommen in der nächsten Folge. Ich glaube, ich habe das die letzten drei Folgen zwar schon immer wieder gesagt, aber ja, es geht da einfach nicht vorwärts. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen 1.1. Entspannt euch noch ein bisschen und dann sehen wir uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, ciao, tschüss. Überdosis. Naja, okay, machen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss.